Die SHOT-Show-Berichterstattung wird präsentiert vom Hamburger Versicherungskontor Bark und Büttner, dem Spezialisten für deine Versicherung und dem Waffenfachgeschäft Reimer Johansen, die Adresse im Norden für Long-Range-Shooting, Wiederladen und Custom Rifles. Im Grunde war ich schon fast fertig und habe gedacht, wir können einpacken. Und dann habe ich noch was entdeckt, was mich die ganze Zeit schon interessiert. Und zwar von Caldwell gibt es jetzt auch einen Flashbang. Und den haben sie hier gerade sehr schön aufgebaut. Und zwar in der vollen Stärke der Leuchtkraft. Und natürlich ist eigentlich ausgedacht, dass es eben nur ein Flasher am Target gibt. Hier für die Messe haben sie jetzt wirklich einmal komplett die große Runde aufgefahren. Besteht wie auch Flasher aus bei anderen Herstellern aus einem Modul, was hinter das Stahlziel geklettet wird und was dann eben sozusagen nur die LED-Leiste zeigt und dann eben ja, den Einschlag des Geschosses darüber präsentiert oder darüber sichtbar macht, dass eben dann dieses Blitzlichtgewitter losgeht. Wie gesagt, normalerweise reicht ein Flasher dafür aus. Hier jetzt aber wirklich schön gemacht, das ganze Ziel aufzuhängen. Und wie ich habe mir sagen lassen, wird es das Produkt demnächst über Brownells geben. MSRP hier in USA, ich gucke noch mal, ob das wirklich stimmt, tatsächlich 29,99 pro Flasher. Mal gucken, wo wir dann in Deutschland landen, aber auf jeden Fall ein sehr interessantes Produkt, was man mal im Auge behalten sollte, weil ich glaube, das ist wirklich eine gute Alternative zu den Flashern von anderen Herstellern. Und bei einem Preis von ja, $30 verzeiht man sich dann auch schneller mal einen Fehlschuss, wenn das Gerät defekt ist und kann schneller mal was ersetzen. Finde ich sehr, sehr gut, gerade wo ich mir jetzt die ersten eigenen Stahlziele gebaut habe und ja, meine Range-Ausstattung auch in dem Segment weiter ausbaue.